Durch dieses Blumenmeer spreche ich heute zu Ihnen, um Ihnen heute aus dem wunderschönen Gronau diesen Blickpunkt zu präsentieren. Schauen Sie mal. Die KGS Gronau ist ja ohnehin schon eine aktive Schule. Ein weiteres Highlight ist jetzt die Teilnahme einer Technikklasse an der sogenannten Jet Challenge. Klingt spannend. Wir haben uns mal informiert. Was bedeutet denn Jet Challenge? Jet steht für Jugend entdeckt Technik und das ist ein Projekt vom Verein Deutscher Ingenieure und von der Hochschule Hannover. Okay, und ihr habt eine Aufgabe gestellt bekommen und wie lautete diese Aufgabe? Ja, also die Aufgabe ist, ein ferngesteuertes Auto, weil es vierrädrig ist, eben in ein dreirädriges umzubauen. Das sollte möglichst leicht sein und halt sehr energieeffizient. Das wird auch bewertet, dann wird auch noch Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring und so weiter bewertet. Dann gibt es noch genaue Vorgaben, es darf nicht zu lang sein, es muss ja eben darf ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten und so weiter. Also gibt es viele Vorgaben, die wir beachten müssen. Und ihr beiden macht die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt. Was muss man denn da so machen eigentlich bei Öffentlichkeitsarbeit? Wir müssen ein Portfolio anfertigen, also das ist eine Mappe, die am Ende dann abgegeben werden muss. Und wir müssen Sponsoren finden, die halt uns Geld spenden oder uns die T-Shirts irgendwie vorbereiten, weil wir noch T-Shirts vorbereiten für das ganze Team. Und wir müssen eine Teampräsentation vorbereiten. Okay, ein Portfolio für die Nicht-Lateiner unter uns. Was ist denn da eigentlich ein Portfolio? Was schreibt ihr denn da rein? Da werden halt die ganzen Daten festgehalten, die wir von mir im Auto haben und was wir so alles hier im Unterricht gemacht haben. Das müssen wir halt alles festhalten. Und was ist für euch so die Herausforderung bei Öffentlichkeitsarbeit? Was ist da besonders spannend dran? Dass wir halt uns mit diesen Kunden, also mit den Kunden zusammensetzen müssen und halt die ganzen Sachen vereinbaren müssen, wie wir das haben möchten. Okay. Und wie ist das, wenn man so mit fremden Leuten über dieses Projekt spricht, so mit Kunden? Ist das erstmal ungewohnt oder? Ja, weil man ja in der Schule nicht so oft mit Kunden dann redet, dann ist es schon ungewohnt, aber es klappt schon alles. Okay. Ihr macht ja auch einen ganz zufriedenen Eindruck, so. Also würdet ihr sagen, macht euch Spaß? Ja, schon. Wir sind hier mit Herrn Beiroth, dem Lehrer des Technikkurses hier in der KGS Gronau, der sozusagen das Projekt initiiert hat, aber nicht zum ersten Mal, sondern schon zum zweiten Mal. Was hat Sie denn dazu motiviert eigentlich? Ja, wir haben Technik mit den Schülern jetzt im Realschulzweig, die das gewählt haben, als Profilkurs vierstündig über 2 Jahre. Und so das erste Jahr macht man dann den klassischen Technikunterricht. Aber zu kurz kommt immer das selbstständige Arbeiten. Und da finde ich, ist dieser Wettkampf vom VDI genau das richtige Format, um das ein bisschen zu fördern, dass die Schüler da auch selbstständig an einer Sache arbeiten müssen über einen längeren Zeitraum. Und anfangs geht es immer schleppend los und dann später wird es dann deutlich schneller. Und wenn sie zum Ende kommen, man kennt das ja, dann ist auf einmal Zeitdruck da und sie müssen schnell arbeiten. Und das hat sich im letzten Jahr bewährt, hat den Schülern super viel Spaß gemacht. Deswegen haben wir uns gleich dieses Jahr auch wieder zur Teilnahme angemeldet. Nun ist das ja eine Challenge, also sprich, es ist ein Wettbewerb, der dann auf der Ideen-Expo in Hannover letzten Endes dann dargestellt wird. Das ist dieses Jahr dann der Fall und dann erfährt man dort auch erst, wie man abgeschnitten hat oder wie ist das? Ja, genau. Also es gibt dann 2 Wettkampftage. Einen Tag während der Woche sind wir den ganzen Tag dort und zeigen dann auch der Öffentlichkeit, was wir eigentlich jetzt gemacht haben im Laufe dieses Wettkampfes. Und da wird dann das Energieeffizienzrennen gefahren. Das heißt, man muss mit möglichst wenig Energie möglichst viele Runden schaffen. Und am Sonntag sind dann alle Teams da und dann gibt es nochmal das Beschleunigungsrennen, wo dann eben Runden gefahren werden muss, dann im K.O.-System. Man halt, ich glaube, es sind 5 Runden, die gefahren werden müssen, am schnellsten zu schaffen sind. Sagt Herr Beiroth, der noch ganz entspannt und zuversichtlich aussieht und das wird auch bestimmt so bleiben. Wir sind dann auch in Hannover dabei und gucken uns das Ganze mal an und sind mal sehr gespannt, wie die KGS Gronau mit dem Projekt abschneiden wird. Ja, Dankeschön. Ich bin auch gespannt. Leine Bergland TV wird immer beliebter. Wir freuen uns jetzt auch die Stadt Gronau als Kooperationspartner mit im Boot zu haben. Bei der feierlichen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit dem neuen Stadtmarketingbeauftragten Frank Buhmann ließ es sich Stadtdirektor Rainer Mertens auch nicht nehmen, dem Anlass beizuwohnen. Die medizinische Versorgung in unserem ländlichen Raum, in dem wir leben, ist ein ganz wichtiges Thema. Umso mehr freuen wir uns, dass auch das Johanniter Krankenhaus in Gronau nun zu unseren Kooperationspartnern zählt, über die wir fortan regelmäßig berichten werden. Lecker, den Rest rauche ich. Der ist sowas von
Unvorstellbar. Liebe Zuschauer, wir müssen jetzt den Blickpunkt hier beenden an dieser Stelle, weil wir jetzt erstmal Spargel essen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abschalten.